Hinter mir könnt ihr Lake Mead sehen, das größte Wasserreservoir im Südwesten der USA, das in den letzten 23 Jahren ungefähr 3/4 seines Wasservolumens verloren hat. Und wenn alles Wasser weg ist, dann werden Millionen von Menschen eine neue Bleibe finden müssen. Hinter mir könnt ihr den Spillway vom Oberdamm Lake Mead sehen, der nur ein einziges Mal 1983 benutzt wurde und nie wieder benutzt werden wird, weil aufgrund der globalen Erwärmung und der Überbevölkerung der See austrocknen wird und Millionen von Menschen eine neue Bleibe finden müssen.